vom freudestellen Zeitalter, also von vor 150 Jahren, top gesagt, erhitzt hat. WissenschaftlerInnen sagen, es darf sich nicht weiter um 1,5 Grad erhitzen. Aktuell hat sich das Klima, also die weltweite Durchschnittstemperatur, um 1,39 Grad Celsius erhitzt. Also, ihr seht, sehr viel Spielraum ist da nicht mehr. Und deswegen sind wir heute auf den Straßen weltweit mit 3000 Kundgebungen und Demonstrationen und sagen, kein Grad weiter. So. Und jetzt starte ich den ersten Schritt, den ist aber auch nicht so schwer, mit der Energiewende aus. Und dazu, dazu erzählt sie uns heute was. Herzlich willkommen, Imke. Resigniert, frustriert. Lange bevor wir alle geboren worden sind oder viele von uns, wir haben ja auch viele Ältere hier dabei und das ist großartig, war schon bekannt, was das Verbrennen von Kohle und Gas unserem Klima antut. Und trotzdem, es wurde weitergemacht, denn es ging ja nur um unsere Zukunft. Doch diese Zukunft, liebe Leute, ist jetzt. Wir sehen, was ein Grad Erderwärmung diesem Planeten unseren Lebensgrundlagen antut. Aktuell steuern wir auf 3 bis 5 Grad Erderhitzung zu. Niemand kann sich wirklich vorstellen, was das für ein Leben auf diesem Planeten bedeutet. Ihr steht hier heute für das lebenswichtige 1,5 Grad Ziel und dafür danke ich euch. Kein Grad weiter.